So, jetzt zu den Brüchen bestehend aus zwei aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen. Ja? Schreibt mal drüber hier Fibonacci-Zahlen und Kettenbrüche. Beginnen wir mal mit diesen beiden Fibonacci-Zahlen. Wie lautet die Kettenbruchdarstellung dieses Bruchs? 3 durch 2. Ja? 1 plus 1,5, genau. Also die Kettenbruchdarstellung ist 1, 2. So, ja? Wie lautet die Darstellung dieses Kettenbruchs, dieses Bruchs? 5 Drittel, ja? Ja. 1, 1, 2. So, ne? Das ist 1 plus 2 Drittel. 2 Drittel ist gerade 3 Halbe. Also 1 durch 3 Halbe, Entschuldigung, so. Ne? Und dann ist es ja genau das, was wir vorher hatten. Ja, hier steht jetzt das, was wir vorher hatten. Also 1 plus 1 durch 1 plus 1,5. 1, 1, 2. Acht Fünftel. Kettenbruchdarstellung, ja? 1, 1, 1, 2. Genau. 1, 1, 1, 2. Warum? 8 Fünftel ist 1 plus 3 Fünftel und das ist ja gerade 1 plus 1 durch 5 Drittel und jetzt habe ich wieder denselben Bruch wie vorher. Ja? Ich setze sozusagen immer nur eine 1 vorne dran vor das, was ich bislang hatte. Gestern hatten wir ja besprochen, Fibonacci-Zahlen und euklidischer Algorithmus dauert sehr lange und ich kann immer nur einmal sozusagen b von a abziehen im euklidischen Algorithmus. Das ist genau der Punkt, der hier entsteht. Ich kann immer nur eine 1 rausziehen und dann bleibt etwas übrig, was letztlich genau der andere, die beiden vorhergehenden Fibonacci-Zahlen sind im Kehrwert. So. Das heißt, systematisch gesehen entsteht bei den Fibonacci-Zahlen 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 und hinten die 2. Und wenn man sich die 2 vorstellt als eine 1 plus 1, darf man in der Stelle nicht, aber dann hätte man sozusagen nur Einser da stehen. Na? Nur einer. So. Jetzt ist eine spannende Frage. Noch, wie sieht eigentlich der Wert dieser Brüche hier aus? Was ist 3 halbe? Wissen wir, ne? Also Dezimalwert, wenn man ausrechnet hier, Dezimalbruch 1,5. Was ist 5 Drittel? Naja, 1,67, professionell 1,6. So, okay. Was ist 8 Fünftel? 1,6. So. Die sind ja alle relativ ähnlich, ne? Guck mal, was passiert. Machen wir mal 1,5. Also der erste Wert war, schreiben wir es nochmal systematischer auf. Na. Wenn ich 3 durch 2 teile, kommt 1,5 raus. Wenn ich 5 durch 3 teile, 1,6. Wenn ich 8 durch 5 teile, 1,6. Wenn ich 13 durch 8 teile,
1,625. Wenn ich 21 durch 13 teile, 1,615. Wenn ich 34 durch 21 teile, 1,619. So, und wenn ich 55 durch 34 teile, 1,617. Also wenn Sie mich fragen, wir nähern uns da irgendwie in einem Wert an, ne? Oder? 1,5, 1, Periode 6, 1,6, 1,625, 1,615, 1,619, 1,617. Machen wir nochmal das nächste. Was hatten wir? 55 durch 34, also jetzt brauchen wir 89 durch 55. 1,618. Aber nicht exakt, ne? Sondern? 1,8 Periode. 1,8 Periode oder 8 Periode? Nee, 1,8. 1,8, 1,8 und so. So, diesen hier, ne? Und so weiter, okay. Kennt jemand die Zahl, die da rauskommt? Ja? Wie nennt man die Zahl? Was soll das für eine Zahl sein? Echt noch nicht gehört. Finn? Vieh. Vieh! Ja! Finn, Finn. Was ist denn? Ja, gut, Vieh ist jetzt ein griechischer Buchstabe, ne? Mit Vieh hat man auch schon an. Aber ja genau, was ist das für eine Bedeutung? Welche Bedeutung hat diese Zahl? Ja. Der goldene Schnitt. Genau. Da kommt der goldene Schnitt raus. Und zwar natürlich nicht als... aber was ist der goldene Schnitt für eine Zahl? Welche? Ja, ja, was ist das für eine Zahl? Ist das eine rationale Zahl oder eine irrationale Zahl? Das ist eine irrationale Zahl. Der goldene Schnitt ist eine irrationale Zahl. Hier haben wir es immer mit rationalen Zahlen zu tun. Insofern kommt hier natürlich nicht der goldene Schnitt raus, sondern wir nähern uns immer sukzessive weiter dem goldenen Schnitt an. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, warum das so ist. Ja? Vielleicht kurz die Frage goldener Schnitt. Was ist der goldene Schnitt? Das ja? Ja? Der größere? Der größere, nehmen wir den mal vor. Das Verhältnis zum kleineren steht genauso wie A plus B im Verhältnis zu A steht. Sehr gut, genau. Das Verhältnis, also ich habe eine Strecke und die teile ich jetzt so. Naja, vielleicht ist das hier nicht ganz so richtig. Eher so, ne? So, ich habe eine Strecke und die teile ich in zwei Teile, aber nicht zwei gleich große Teile, ja, sondern einen größeren, einen kleineren Teil. Und jetzt muss sich der größere Teil zum kleineren so verhalten, wie die Gesamtstrecke A plus B zum größeren von beiden. Also die größere Teilstrecke A durch die kleinere Teilstrecke B ist dasselbe wie die Gesamtstrecke A plus B durch die größere Teilstrecke von beiden A. Wenn ich eine Strecke so teile, dann nennt man das den goldenen Schnitt. Der hat ganz verschiedene Bedeutungen, der taucht überall auf. Ja? Unter anderem wird der goldene Schnitt dieses Verhältnis als besonders ästhetisch wahrgenommen. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie machen irgendwie ein Foto von einer Person. Ja? Machen ein Foto von einer Person, machen hier so ein Bild, ne? Bild, so. Sie knipsen ein Foto.
dann machen Sie das in der Regel nicht so, dass der Kopf direkt in der Mitte ist. Das sieht blöd aus. Ja? Sondern Sie richten irgendwie die Kamera so hin, auch nicht hier unten, ja. Sieht auch blöd aus, ne? Sie richten die Kamera irgendwie so hin. So. Und das Verhältnis, ne, wie Sie filmen oder beispielsweise Sie machen hier ein Foto vom Strand. Ne? So, Strand, Sonne, hier Wolken, ja? Schiff. So. Der Schnitt Meeresspiegel, Horizont letztlich, der ist nicht genau in der Mitte vom Bild. Das sieht scheiße aus. Sondern Sie machen das so, dass das irgendwie ein bisschen drüber oder drunter liegt. Und das ist letztlich das Verhältnis, natürlich nicht exakt, ja, aber so, es kommt drauf, es läuft darauf hinaus, dass das irgendwas mit dem goldenen Schnitt zu tun hat, beziehungsweise grob gesagt, Verhältnis 1,618 und so weiter ist der goldene Schnitt. Zwei Drittel zu einem Drittel, grob. Ja? Also das ist ja ungefähr drei Halbe. Drei Halbe bedeutet 3:2. Also Sie teilen eine Strecke mit Länge 3 in ein Verhältnis 2:1 ab. Entschuldigung, 2:1. Ja? Also 2/3 zu einem Drittel circa. So. Okay, goldener Schnitt. Ist ungefähr ja, 1,618. Ist eine irrationale Zahl. Ja, können wir nicht als Dezimalbruch mit endlicher Dezimalbruchentwicklung schreiben. So.